Hallo liebe Freunde, in diesem Video wird erläutert, wie Sie das BIOS oder UEFI auf einem Computer oder Laptop aufrufen und das Booten von einem USB-Stick oder einer CD-DVD konfigurieren. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. BIOS ist eine Sammlung von Firmware, mit der Sie einzelne Komponenten der Systemeinheit konfigurieren, sowie den Start von einer CD-DVD oder einem USB-Stick für die spätere Installation des Betriebssystems festlegen können. UEFI ist eine moderne BIOS-Modifikation mit grafischer Oberfläche. Starten Sie Ihren PC neu, um das BIOS oder UEFI aufzurufen. Unmittelbar nach dem Einschalten des Computers wird ein Fenster angezeigt, in dem eine Meldung mit einer Tastenkombination zum Aufrufen des BIOS angezeigt wird. In meinem Fall drücken Sie Press Del to Enter Setup, wobei Delete die Taste ist, die Sie drücken müssen. Dies kann für verschiedene PC- oder BIOS-Hersteller unterschiedlich sein. Anstelle von Löschen kann beispielsweise eine Taste F12, F10, F2, ESC und so weiter verwendet werden. Siehe die Beschreibung für weitere Details. Ich möchte darauf hinweisen, dass nicht alle Bluetooth-Tastaturen im BIOS funktionieren. Es ist daher besser, eine normale USB-Tastatur zu verwenden. Es gibt drei Hauptvarianten von BIOS: Avert, Phoenix Avert, AMI, American Megatrends und UEFI. Betrachten Sie sie alle in der Reihenfolge. Avert, Phoenix Avert, das BIOS sieht ungefähr so aus. Die Anzahl der Versionen dieses BIOS ist recht groß und kann sich für Sie geringfügig unterscheiden, die weitere Schritte und jedoch identisch. Um von einem USB-Stick oder einer Diskette zu booten, gehen Sie zum Abschnitt Advanced BIOS Features. In diesem BIOS gibt es keine Maus. Verwenden Sie daher die Aufwärts- und Abwärts-Pfeiltasten, um eine Partition auszuwählen, und die Tasten Enter und Escape, um die Partition zu betreten oder zu verlassen. Suchen Sie im nächsten Fenster nach den Einträgen Harddisk Boot Priority und First Boot Device. Wenn Sie von einer CD-DVD booten möchten, ändern Sie unter First Boot Device das angegebene Gerät in eine CD-ROM. Wenn Sie von einem USB-Stick booten möchten, wechseln Sie wie im vorherigen Fall zum Abschnitt Advanced BIOS Features und ändern den Wert von First Boot Device, erstes Startgerät, in Harddisk, Festplatte. Gehen Sie danach zum Punkt Harddisk Boot Priority und wählen Sie im ersten Absatz ein USB-Stick aus. Jetzt müssen Sie die Änderungen im BIOS speichern. Am unteren Rand des Bildschirms sehen Sie einen Hinweis, welche Taste für das Speichern verantwortlich ist. In meinem Fall ist es F10. Drücken Sie diese Taste und sehen Sie das Warnfenster. Geben Sie zum Speichern die Taste Y ein und drücken Sie Enter. Neuere Versionen des BIOS Avert, Phoenix Avert sehen ungefähr so aus. Hier ist die Situation etwas anders. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten nach rechts zur Registerkarte Boot. Wenn Sie von einer CD-DVD booten möchten, verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärts-Pfeiltasten, um sich auf die Zeile CD-ROM 3 zu konzentrieren, und verwenden Sie die Taste Plus, um sie an die erste Stelle zu verschieben. Speichern Sie anschließend die Alländerungen mit der Taste F10, setzen Sie den Fokus auf die Aufschrift Yes und drücken Sie Enter. Wenn Sie von einem USB-Stick booten möchten, verschieben Sie die Zeile Removable Devices mit der Taste Plus an die erste Stelle. Konzentrieren Sie sich darauf, drücken Sie die Eingabetaste und wählen Sie einen USB-Stick aus der Liste aus. Speichern Sie dann
wie bei der CD-DVD die Änderungen. Das AmiBIOS American Megatrends sieht ungefähr so aus. Wie Sie sehen, ähnelt es stark der modernen Version des AwardBIOS. Wechseln Sie dort ebenfalls mit den Pfeilen nach links und rechts und zur Registerkarte Boot. Wenn Sie von einer CD-DVD booten möchten, wechseln Sie mit der Eingabetaste zum Abschnitt Boot Device Priority und anschließend zum Eintrag First Boot Device. Wählen Sie aus der Liste der Geräte die CD-ROM aus und speichern Sie die Änderungen mit der Taste F10, wie auch im vorherigen BIOS. Wenn Sie von einem USB-Stick booten möchten, wählen Sie unter 1 Startgerät die Festplatte aus, kehren Sie mit der Taste Escape zum vorherigen Fenster zurück, gehen Sie zum Abschnitt Harddisk Drivers und wählen Sie First Drive aus und das ist unser USB-Stick. Danach speichern wir die Änderungen auch mit der Taste F10. Hier ist ein weiteres Beispiel für AmiBIOS. Hier gehen wir zur Registerkarte Storage und zum Punkt Boot Order. Außerdem verschieben wir das benötigte Gerät CD-DVD-ROM oder USB-Stick an den ersten Platz. Wählen Sie dazu das Gerät aus, drücken Sie die Enter-Taste und bewegen Sie es mit den Tasten auf oder ab. Bestätigen Sie anschließend die Änderungen mit der Taste F10, gehen Sie zum Abschnitt File, klicken Sie auf Save Changes und Exit und bestätigen Sie die Änderungen. Das UEFI-BIOS bietet eine Vielzahl von Varianten. Das erste Beispiel ist UEFI Gigabyte. Wechseln Sie mit der Maus oder den Pfeiltasten auf die Registerkarte BIOS-Einstellungen. Wählen Sie im Abschnitt Bootable Devices 1 das gewünschte Gerät aus, von dem Sie booten möchten, DVD-ROM oder USB-Stick, USB-Festplatte. Gehen Sie anschließend zum Abschnitt Speichern und Beenden. Klicken Sie auf Speichern und Beenden und bestätigen Sie diese Aktion, indem Sie auf die Schaltfläche Ja klicken. Das zweite Beispiel ist das Dell Business UEFI BIOS Setup. Auch hier ist alles einfach. Gehen Sie zum Abschnitt General und dann zur Boot Sequence. Wir wählen die benötigten Geräte mit Häkchen aus und bewegen dann im rechten Fenster den USB-Stick oder die CD-DVD-ROM mit den Aufwärts- oder Abwärts-Pfeiltasten an die erste Stelle. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Apply und dann auf Exit. Nach dem Booten vom Gerät müssen Sie das BIOS oder UEFI erneut aufrufen und das Booten von der Festplatte zurücksetzen, um zu verhindern, dass bei jedem Einschalten des Computers ein Neustart von USB-Stick oder der Festplatte durchgeführt wird. Sie können das Bootmenü auch zum Booten von einem USB-Stick oder einer CD-DVD verwenden. Ich werde es in den folgenden Videos berücksichtigen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, bitte Daumen hoch, abonnieren Sie unseren Kanal und falls Sie Fragen haben, stellen Sie die in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, liebe Freunde!